Willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wow, schön, ne? So, ich bin schon wieder hier, weil ich aus dem Menü, aus dem Spiel ausgegangen zum Hauptmenü und damit dann wieder neues Spiel gestartet, neues Spiel, freies Spiel. Und ja, jetzt haben sie mir wieder irgendwelche random Leute gegeben. Zweimal dunkle Jedi, Sith. Warum nicht, ne? So. Muss ich mit dir reden? Ein Typ mit einem Haufen Trampoline? Seltsamerweise habe ich wirklich einen gesehen. Er ist da lang. Da draußen ist voll der Sturm gerade. Also, letztes Mal haben wir ein paar Quests gemacht, ne? Und heute machen wir weiter, ne? Immer noch freies Spiel. Wir machen immer noch hier ein bisschen weiter, ne? Tun so ein bisschen hier alles erledigen und unser Zeugs, was wir noch erledigen, ein bisschen hier schmälern. Wie viel Prozent haben wir? 68. Wir kriegen immer so 1% pro Part, wenn wir nicht gerade die Story weitermachen. Okay, wir sind auf der Suche hier nach Bosk. Trampoline. Ich habe seine Spur aufgenommen. Er muss hier sein. So, ich spiele natürlich als Boba Fett. Ja, Boss konfrontieren. Du? Oh, hey. Du kommst gerade rechtzeitig für die super lustige Mustafa-Hüpfparty, die wir gerade. Ja, die Geschichte kaufst du mir nicht mehr ab. Was? Schade. Aber nachdem ich mit diesem missglückten Holokronraub und der Sache auf Nima durchgekommen bin, musste ich wohl irgendwann auf die Nase fallen. Aber erst, wenn ich ein letztes Mal gehüpft bin. Nein. Kein Problem. Nein, du wirst nicht hüpfen. Besieg Bosk. Komm her. Muss ich erst folgen? Ja, ne. Komm her, du Stück. Bosk. Alles klar. Die sind ja irgendwie Rivalen, glaube ich, ne? Boba Fett und Bosk, ne? Ein Göpfe beeindruckt mich nicht. Kommen wir direkt hinterher. Weißt du was? Wo ist er? Oh, damit will ich neben dem treffen. Hat irgendwie so ein Hintergrund, hat irgendwie so was mit Hüpfen zu tun hat oder so. Das ist schon irgendwie so ein In-Law-Hintergrund, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann ihm keinen Schaden zufügen, wenn er hier. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Also muss ich jedes Mal warten, bis er irgendwie da am Hüpfen ist. Möchte kaputt machen. Was? Nein. Okay, ist gut, Mann. Du wolltest Zeit verschwenden, ja. Ich kann dich doch voll einfach erledigen, ja. Ja. Ich gebe den einen Schuss ab und dann muss ich wieder warten, bis der hier am Hüpfen ist. Meine Güte. Aber ich glaube, er konnte auch irgendwie hoch springen, ne? In Battlefront, wenn ich mich irre, ne? Kann ich das Ding nicht einfach schieben oder kaputt machen? Ich könnte meinen, ich könnte das irgendwie kaputt machen oder so, ne? Die Trampoline, damit der irgendwie kaputt geht. Ja, gerade kaputt gemacht oder verschoben? Merkwürdiger Kampf. Okay. Was ist das für ein Kampf hier gerade? Boah.
Okay, ist gut. Ich weiß, das macht Spaß, aber mein Gott, konzentriere ich hier gerade mal auf den Kappen. Boah. Ich mache den so wenig Schaden, ne? Ich komme jetzt auch da hoch. Mein Gott, ich mache den ein Fitzelchen an Schaden. Da muss ich immer warten, bis der ja fertig gesprungen ist. Ey. Ist das denn für ein Blöd? Dazwischen kann ich den gar keinen Schaden machen. Boah, das ist ein Lama-Kampf. Ich fühle mich, als würde ich hier Ripperu bekämpfen aus Crash Bandicoot, nur in Lahm irgendwie. So, ich kann den nur einmal treffen und dann muss ich wieder, weil bis der jetzt zu Ende geübt ist. Na, komm her. Meine Güte, war voll nervig. Ich bin erlebt. Der Schatz gehört dir. Das war ein blöder Kampf. Und wenn es einen noch traurigeren Satz gibt, will ich ihn nicht hören. Wie wäre es, wenn du mich für dich arbeiten lässt, damit ich für meine Fehltritte büßen kann? Meinst du nicht deine Fehlsprünge? So Kämpfer und Hüftkumpane dienen. Alles klar. Gut. Wow, da war ein nerviger Kampf. Oh, okay. Also als Borsk freigeschaltet. Einer der schärfsten Kopfgeldjäger der Galaxis. Tun wir den mal. Er kann nicht mal höher springen. Nein, ich meinte, der konnte auch höher springen, oder? Mein Gott. Dann wumst da diesen Schissen. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Erstmal, ne? Was machen wir als nächstes? Gute Frage, ne? Nächste Frage. Oh, das ist das hier endlich mal weggegangen. Cool. Vielleicht gehen dann irgendwann die anderen Sachen auch mal weg. Ich habe bei Mustafa noch so viele Sachen. So, Feed. Gerücht nicht gefunden. Okay, dann gehen wir mal da irgendwann hin. So, gute Frage. Prüfstein. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Todesstern. Okay. Nehme ich mal an, da muss man irgendwann reingehen, ne? Die unsichtbare Hand, ist sie auch irgendwo? Haben wir ja letztens gemacht. Nö. So, hier haben wir noch Coaster. Nein. Der K, Basis des Widerstands. Weiß nicht. Gibt es irgendwo eine Quest, die ich noch habe? Immer auf die Kleinen. Bei Endor ist noch eine Mission. Wir sollen nirgendwo hinreisen und dann sehen, da ist irgendwie nichts, ne? Okay, gehen wir mal nach Endor. Irgendwie sagt mir auch, ich soll die ganze Zeit hier hingehen. Aber da waren wir doch schon, ne? Hm. Gehen wir nach Endor, da wird ja wohl die letzte. Können wir erstmal alle Planeten hier abschließen, die nur so eine oder zwei Quests haben, ne? Hier ist nur ein Schiff, ein Charakter, vier Steine. Boah. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Zeugs, das ich noch nicht habe. Ja, schließen erstmal die ganzen Planeten ab, die wir hier. Für die nur ein oder zwei Sachen so fehlen. Ne? Ich weiß nicht, was hier gerade fliege. Ist das hier die Scimitar von Darth Maul? Ja, ne. Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist das? Ne. Ist irgendwas anderes. Ich glaube, das ist der Jedi Starfighter, einer von denen. Ne. Scimitar ist sehr viel größer. Na, guck mal, was wir hier noch alles haben. So. Ich habe gerade jetzt noch irgendwo eine Quest. Ja, ich sehe es. Ich kann schon nicht irgendwo einen Mausdruiden. Aber anscheinend nicht, ne? So, wo ist das genau? Ich gehe schon wieder falsch. Boah, ich hasse Endor. Ja, Evox hatte ich auch, aber Endor. Das ist so unübersichtlich hier, Mann. Ich glaube, hier muss ich hin, ne? Ja, ja,
Ich meine, das ist die Quest, ne? Vorbei bitten. So, warte mal hier. Jo. Was hältst du von unseren Schreien? Eine große Geste, die unseren großen und glorreichen goldenen Gott würdig ist. Findest du nicht auch? Und wenn das, auch wenn da immer noch irgendwas fehlt. Natürlich, die Blumen. Blumen von Endo sind okay, aber unser Gott verdient einen Strauß der schönsten Blumen anderer Planeten. Was hältst du von einer solchen Aufgabe? Super. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich bin sicher, du bist überaus fähig. Die schönsten Blumen, die ich kenne, wachsen auf Naboo, Yavin und Takodana. Reise zu diesen Orten und bring ihnen einen großen Arm voll von dieser Sorte mit. Ja, schon wieder durch die halbe Galaxis rennen. Was haben die Leute eigentlich mal mit Blumen und Samen und so? Ja, gut, das ist doch ein schöner Planet. Hier gibt es doch mal Welt. Da wird es doch bestimmt irgendwas geben, ne? Das ist ein riesiger Planet, mein Gott. Ich meine, wie viele Blumen hier wir auf der Erde haben. Muss mir sagen, hier gibt es irgendwie nicht irgendwie exotische Sachen. So, was ist da unten? Jemand muss da unten sein. Gott, ich glaube, da möchte ich nicht runter. Wo ist denn da unten was? Hallo? Komme ich denn da runter? Wo denn? Komm ich denn da runter? Muss ich da einfach runterspringen? Ne, da komme ich nicht runter. Sterbe ich sofort. Ja, ich bin eine kaltblütige Hexe. Aber bei dem, was eben passiert ist, bekam ich eine Gänsehaut. Wie komme ich da unten hin? Ich weiß es nicht. Ich sterbe schon, bevor ich überhaupt da unten lande. Hm. Warum bin ich denn jetzt hier? Boah. Oh, weg hier. Okay. Ich meine, wir müssen zu anderen Planeten hier hinrennen. Upsala. Ja, bin 4. Ich sag's auch, wir so ein paar Blumen dahin rennen, ey. Mann. Das sind ja so nervige Questen, ne? So extra bei Planeten, die ich schon abgeschlossen habe, nochmal hingehe. Dann eine Sache finden und dann wieder zurückgehen. Also bei Takodana nehme ich an. Perfekt. Hm. Okay. Ich glaube, mit dem Schnellreisen wird ein bisschen schneller gehen. Ich meine, ist eigentlich schon schnell, aber könnte doch schneller sein. Ja, was zu meckern, ich weiß. So, ich kann jetzt nicht mit euch reden. Nee. Ich nehme an, ich finde die Dinger schon. Lohnt sich ja eigentlich gar nicht, mit den Leuten immer zu reden. Die sagen immer so, ja, also die Mission, die du machst, die gibt's hier, ne? Obwohl schon überall hier angezeigt wird, so, ja, das ist hier. So, was ist das hier? Ja, ich bin ganz allein aufgekommen. Oh Gott, der Schnelle. Wie schnell er sich dreht in der Luft. Ey. So, da. Hey, so heftig an die Knarre. Da sind mehrere Orte wieder, sehe ich gerade. Oh. Oh. Ah. Wo seid ihr? Papa, hey. Hey. Hallo? Ich brauche noch so eine Pflanze, bitte. Da. Ich habe gerade was gesehen. Ich habe mir gedacht, da, die ist da oben. Wie soll ich denn da rankommen, ne? Ja. Soll er echt irgendwie dran kommen? Okay. Wie komme ich denn da hoch? Okay. Ich habe es eingesammelt anscheinend. Gut. Und dann noch mal irgendwo hin. Alles klar, also chillig. Star Wars Battlefront 1 und 2 wurden angekündigt. Cool, ne?
so remastered oder ein bisschen hochpoliert halt, ne? Geremixed, ne? Ein bisschen Cut Content. So wie wir mit Knights of the Old Republic irgendwann mal gemacht haben, ne? Ja, ist auch nicht schlecht. Da gibt es doch etwas, worauf man sich freuen kann. Ich weiß nicht, soll ich das auch mal explain? Den Story-Modus wenigstens. Gibt es auch online, ne? Gibt es auch Online-Play. Wäre ja eigentlich nicht schlecht. Ah. Kann man ja mal drüber nachdenken, ne? So, so ein paar Runden so aufnehmen, ne? Ah, schön. Würde ich am liebsten mit dem Bay spielen, aber er hat ja kein Crossplay, so wie ich das gelesen habe, ne? Ich weiß, PS4 und PS5 haben irgendwie Crossplay. Aber sonst geht das nicht, ne? Da werde ich doch wahrscheinlich auch für PC spielen, ne? Weil da habe ich... Ich habe zwar die PS2-Version auch, aber ich habe lieber die PC-Version gespielt. Weil nicht so Shooter-Games habe ich halt immer auf dem PC lieber gespielt, weil die halt einfacher sind. So, ja, ich weiß, irgendwo hier sind Pflanzen. Ich werde das schon finden, keine Sorge. Ich muss nur wissen, was ich hier suchen muss. Ich werde das verschlingen. So, hier schon mal nicht, anscheinend. Na, ich muss nur wissen, wie die Pflanzen aussehen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mal irgendwie Star Wars Battlefront 1 gespielt. Weil ich habe da immer, ich habe halt den ganzen Tag halt gespielt, ne? Und noch irgendwo habe ich was gefunden. Also nicht, wie das aussieht. Okay, aber ich habe mich mal irgendwie, ich kann mich nur an so eine Szene erinnern, da war glaube ich in Mos Eisley oder so, eine Level. Da gab es so eine kleine Kantine und weiß nicht, ich hatte so einen One-on-One-Kampf mit einer Person, ne? Und wir haben so voll in der Bar gekämpft, ne? Da war voll episch, ne? Ich bin die ganze Zeit Ausweichrollen gemacht, bin ausgewichen, ne? Der Kampf hat irgendwie, weil nicht mehrere, vielleicht eine ganze Minute oder so gedauert, ne? Was irgendwie voll, mein Gott, lass mich da raus. Was irgendwie voll unvorstellbar ist, ne? Weil nach ein paar Schüssen bist du halt weg, ne? Aber ich meine, coolen Ausweichaktionen habe ich da geschafft, irgendwie mal in einer Minute oder so zu überleben. Und er hat die ganze Zeit geschossen. Ich habe den versucht abzuschießen. Der Kampf ging voll lange. Und ich weiß noch, die Person auf der anderen Seite hat irgendwie nur so in den Chat geschrieben: So, that was cool. That was a pretty epic battle. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube, ein paar Spiele später, irgendwann oder ein paar Tage später, irgendwie habe ich die Person noch mal getroffen, irgendwie so online. Wir waren wieder irgendwie, wir haben uns wieder irgendwie so alleine irgendwo getroffen, so zufällig, ne? Und er schreibt so im Chat rein, so we meet again. War voll episch. Ja, ich glaube nicht, dass ich so einen Moment noch mal replikieren, kopieren kann. Mein Gott. Da, wo sind diese blöden Pflanzen? Also ein paar Runden kann man definitiv spielen und wird bestimmt Spaß machen, ne? Einfach so wegen der Nostalgie. Anscheinend wurden auch irgendwie einige Sachen hinzugefügt, die damals in der Originalversion nicht dabei waren. Irgendwie Kid Fisto ist irgendwie spielbar in dieser Version, was irgendwie im Original nicht der Fall war, ne? Also das könnte schon mal interessant werden. Ich kann auf mich aufpassen. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakub. Was sind diese blöden Pflanzen, Mann? Ich weiß nicht mal genau, wie die aussehen. Kann ich sein, Mann. Die Dinger hier. Hab ich doch gerade versucht, kaputt zu hauen. Ja, jetzt geht das. Gerade habe ich versucht, die kaputt zu hauen, ging nicht. Weiß ich nicht, wie die aussehen. Ne? Es fehlt mir ja nur noch eine. Ist ja auch nicht mehr notwendig. Da, ne? Was für Weintrauben. Nein, da ist eine.
Wir waren die falschen. Mein Gott. So. Okay, wo war der letzte Planet? Takodana. Was? Schau mich nicht an, ich bin nicht aufgebaut. Das ist irgendwie so äquivalent von, wenn man irgendwie jemanden nackt sieht, so. Oh nein, ich habe mich noch nicht aufgebaut. Oh, mein Torso ist noch nicht auf meinen Beinen drauf. Okay, Maskasse. Es ist so komisch, ne, dass im freien Spiel die Musik irgendwie so fast gar nicht vorhanden ist, ne. Auch wenn ich frei spiele, in der Story mache, ne, die Musik ist so leise oder fast gar nicht vorhanden, ne. Aber wenn irgendwie, wenn ich die Story irgendwie am Spielen bin, dann ist das hier super laut, ne. Na, warum soll ich mit dem reden? Das Ding sagt mir auch schon, ich muss hier hingehen. Meine Güte, also, weißt du was, hier. Nimm mal Darth Maul. Weil er kann mit seiner Macht mehr Sachen erledigen, ne? So, ich dachte jetzt, das hätte mir jetzt irgendwie gesagt. So, du musst die Dinge auch mal. Zeit, einige Blumen zu pflücken. Aber ernsthaft, die sind alle hier an einem Punkt. Boah. Ja, voll am Suchen überall auf den anderen Planeten. Die Dinger sind da alle allein. Gibt's da nicht. Ja. Da war die letzte Quest. Ja, ne? Auf Endor. Ich glaube, ich hatte ja auch nichts mehr. Egal. Ich will die Quest zu Ende machen. Haben wir Endor abgeschlossen, ne? Aber irgendwie fehlen da noch ein paar Steine. Mal gucken, wie ich die kriege, ne? Irgendwann vielleicht, ne? Irgendwann wird es bestimmt so diesen Moment geben, wo ich irgendwie keine mehr finde, ne? Durch Quests oder so. Und dann muss ich hier durch die ganzen Planeten nochmal durchrennen. So, oh Gott, wo muss ich denn die alle finden, ne? Wunderschön, wunderbar, bezaubern. So ein schöner Duft. Oh, das ist wunderbar. Unser Gott wird mit diesem Anblick wahrhaft zufrieden sein. Tausend Dank, wir werden sofort damit beginnen, schöne Kränze daraus zu flechten. Ich hoffe, du kommst bald zurück, um die Früchte deiner Arbeit zu bestaunen. Ja, gib mir erstmal meinen, oder sich Stein. Gib mir erstmal meine Belohnung, das sind die Früchte meiner Arbeit. Chief Chirpa. Oh, wir haben alle. Nee, da fehlt noch einer. Ein Java. Wieso dauert es so lange, noch ein Java zu bekommen? Ich könnte meinen, Java wäre irgendwie einer der ersten Leute, die wir kriegen könnten. Du bist derjenige, der die Blumen gebracht hat. Wir haben die Kränze hergestellt, aber sind nicht groß genug, um die richtig aufzuhängen. Bitte ehre den goldenen Gott, den du uns noch einmal hilfst. Unser Schrein-Dekorationskoordinator ist ein echter Perfektionist, also achte bitte darauf, dass das Muster stimmt. Ich kann wirklich keinen weiteren Vortrag über die passende Platzierung von Blütenblättern ertragen. Okay. Das kann ich leider nicht. Zeit, einige Blumen. So, nee, warte. Nein. Ich nehme an, die müssen irgendwie symmetrisch oder so gemacht werden, ne? Nee, irgendwie klappt das nicht. Oder müssen die alle ein blauer, ein oranger? Ich weiß das nicht. Okay. Kann ich das da oben anvisieren? Meine Güte, kann ich das da oben? Mein Gott, nicht so weit. Boah, einige Kreaturen in diesem Universum betteln aber echt darauf, irgendwie ein geklatscht zu bekommen, ne? Was mir da wäre, das nicht richtig. So, geh weg, mein Gott. Also richtig, ne? Das Arrangement ist perfekt. Meine ewige Dankbarkeit. Es ist nur ein kleines Zeichen, aber ich hoffe, du nimmst es als Dank an. Cool, noch einen Stein halten, ne? Wo ich jetzt nicht weiß, wie die anderen noch kriegt, ne?
Zwei fehlen noch. So, gut. Was haben wir noch? Wir haben gerade erst mal die Hälfte aller Missionen. Boah. Da brauchen wir noch. Auf Hot ist noch irgendwas, aber Hot haben wir noch eine Menge. Boah, ich muss ja weg, ey. Ich drehe ja durch. So, Kashyyyk. Gehen wir da ein. Haben wir da schon alle Sachen? Naja, da fehlt noch ein Charakter. Das ist das letzte, was wir ja noch brauchen. Okay, gut. Ist doch Bescheid, ne? Okay. Dolla, dolla, dolla. Feine Kreaturen, die betteln, aber auch darauf, hier irgendwie einen geklatscht zu bekommen, ne? Meine Güte, erst diese blöden Viecher. Boah. Guck ich mal an, wie weit das wegfliegt, ey. Ich finde, das fliegt irgendwie viel zu weit weg, ey. Also. So, jetzt irgendwann eine Quest, habe ich gehört. Da. Boah. Alles klar. Wo bist du? Ich krieg dich. Es gibt kein Entkommen. Ich werde dich finden, ob du willst oder nicht. Ich lege mich hier nicht auf keinen Bock. So. Ja, was geht? Von einem Pelzknoll zum anderen. Dein Freund hatte also einen Ersatzarm. Oh, wir hätten da vielleicht eine Auswahl für ihn. Über viele Monde haben die Uruks eine riesige Sammlung von Druidenarmen erworben, in dem... Nun, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist deine Diskretion beim Schmuggeln der Arme. Piraten und lokale Behörden interessieren sich sehr für sie. Du bist also bereit, die Arme zu schmuggeln? Ich werde sofort eine Kiste für dich packen. Dein Freund kann sich was aussuchen, wenn sie unversehrt am Zielort ankommen. Also gehen wir von einer Quest in die nächste? Okay. Okay, nach Tatooine. Okay, muss Eisley, da ist nicht da mit dem... Warte mal, ist das auch die letzte Quest hier? Ja, ne? Ja, okay. Dann ab nach Tatooine. Mos Eisley. Na gut. Weiß ich nicht, dass ich erst die Hälfte aller Quests habe, ey. Das gibt's nicht. Also ein bisschen Overkill, ne? Wo du so darüber nachdenkst, ne? Ich bin schon, weiß nicht, so 70% mit dem... Es kommt schon wieder adapt. Ich bin schon 70% mit dem Spiel fertig, ne? Meine Güte. Ja, okay, mach hin. Ist gut. Und wir sehen eigentlich, wenn ich mal ein Schiff steuere, das irgendwie gar keine Waffen hat. Irgendwie dieser königliche Kreuzer oder so, die haben ja gar keine Waffen. Ne? Was passiert, wenn ich mal hier so eine Quest mache? Und irgendwann komme ich da rein und die haben gar keine Waffen. Sag meine Familie, dass ich sie liebe. Okay. Oh mein Gott, ich frage mich, was als nächstes passiert. Ob ich jetzt wieder ein paar Meter fliege und dann kommen genau die gleichen Leute, nur halt zwei mehr von denen. Ja, ich glaube, genau das ist das, was passieren wird. Ne? Wie viel wollen wir wetten? Ne? Wie viel wollen wir wetten? Wie viel wollen wir wetten? Ne? Ich verwette meinen gesamten Kanal darauf, dass das passieren wird. Ne? Genau die gleichen Leute, nur ein paar mehr. Ne? Schau hin. Schau hin. Schaut hin. Schaut sie euch an. Schaut sie euch an. Oh mein Gott, Plot Twist. Ah. Okay, es sind andere Leute, okay? Ja, jetzt. Meine Finger gekreuzt, also macht das sowieso nicht.
Warum wäre ein Stück? Aber was ist eigentlich Wagen, Mann? Ja. Bootleg Millennium Falken. Sie sehen irgendwie aus wie Millennium Falken. Nur halt Bootleg. Komm her. Da sterb. Da. Ich weiß nicht, woher einige Leute irgendwie so NPCs immer so viel Selbstvertrauen bekommen. Ne? Ich meine, ich bin ja der Held, ne? Ich bin ja Jedi und was weiß ich nicht alles. Wichtige Charaktere, ne? Aber so ein. So nur nach 15 Typen, so, ja, wir machen nicht fertig, ne? So Leute hier in Oblivion oder Skyrim, ne? Was habt ihr denn mit ihnen vor, Spinner? Das ist auch nicht. Wir lassen das nicht zu. Alle extremen Lieferungen müssen formell durch das Imperium sanktioniert werden. So, was hat ihr? Das mit den Armen, die Quest, ne? Aber wie gesagt, das ist genau wie in Skyrim, wenn du irgendwie so durch die Gegend rennst, ne? Du bist schon irgendwie, weiß nicht, Level 100 oder so, ne? Da kommt irgendwann so ein Bandit und so, ha, nimm die Hände hoch oder ich mach dich fertig, ne? Und es ist natürlich immer irgendwie so ein Bandit mit so, weiß ich, mit so eine Lederrüstung oder so, mit so einem winzigen Dolch oder so in der Hand, ne? Und er sagt so, oh, gib mir all dein Geld, ne? Währenddessen stehst du da irgendwie so mit so einer riesigen Plattenrüstung, ne? Die aus den Knochen und Schuppen von den mächtigsten Drachen in Skyrim geschmiert worden ist. Während du in deiner Hand irgendwie so einen riesigen Zweihänder hältst, der dämonische Aura um sich hat. Der Dieb denkt sich einfach nur so, ja, den kann ich ganz sicher ausnehmen, ne? Genauso. Keine Ahnung, ne? Genauso läuft das immer ab in Videospielen, ne? Ich wünsche, dass einige Spiele hätten so eine Mechanik, wo irgendwie Charaktere einem nach irgendwie, weiß nicht, nach Ausrüstung oder Aussehen irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so abschätzen können, ne? Weil du mit so dicken Rüstungen oder so durch die Gegend läufst, dann kommen wir es natürlich nicht von irgendwie so kleinen Dieben oder so angegriffen oder so, ne? Oder nimmst eine Quest an und so, oh, der Typ sieht aber nicht so, keine Ahnung, so kompetent aus oder so, ne? Wie gesagt, so voll Riesenrüstung an und so, ne? Ich so, keine Ahnung. Fallout würde halt auch passieren, ne? Läufst mit so einer Power-Rüstung oder so durch die Gegend, so eine richtig dicke, und da kommen so ein paar Raiders so, ja, gib mir all deine Kronkorken, ne? Boah. So kleine Pistolen haben, du läufst irgendwie mit so einer Power-Rüstung und so eine Minigun durch die Gegend. Denkst du nur so, Bro, ernsthaft? Dann schießen hier so gegen das Gesicht, da bringt einfach gar nichts wegen deinem Helm. So was müsste es mal geben. Oh, yeah. Hey. Große Lieferung Droidenarme aus heiterem Himmel an. Das warst du. Aber da war eine extra Quest jetzt hier? Du hattest keinen Ärger. Ich würde mich verantwortlich fühlen, wenn du arm würdest. Nehme ich nur immer diese genialen Witze hier. Egal. Ich hau dich gleich mit meinem Stock. Mal umsehen und einen hübschen neuen Arm aussuchen. Er wird ihm nur wieder flott sein. Weil wird er ja arm dran sein. The Slice. Oh. Oh, ich glaube, ich habe für einige Sektoren jetzt hier die Quest abgeschlossen. Grakshawa, was? Der mächtige Grakshawa ist der König von Kashyyyk. Ah. Das war der eine Typ von Yoda hier. Du hast einen Ersatzarm, das ist gut, aber ich brauche auch jemanden, der das Ding anbringen kann. Oh, okay. So, das Slice habe ich bekommen, also ich nehme an, ich habe für einige Sektoren jetzt hier abgeschlossen alles, ne? So, was habe ich denn noch hier, ey? Bitte mir jetzt zeigen. Ich glaube nicht, ne?
Mos Espa. Bin ich hier in Mos Espa? Ich bin in Mos Espa, ne? Ich bin Mos Eisley oder Mos Espa? Mos Eisley. Natürlich bin ich immer in dem Falschen. Dann gehen wir mal nach Mos Espa. Mein Gott, Tatooine, viele Gebiete. Gut, dann machst du erstmal nur eine Mission, machen wir das auch, ne? Wobei sind wir ja eigentlich auch nicht fertig, ne? Weil Tatooine immer noch. Aber egal. Mos Espa, Heimat des beliebtesten, todesmutigsten Sports der Galaxis. Verdrennen. Ja, ich nehme an. So, lass mich auf dich reiten. So, okay. Da mache ich nur wegen der Trophäe. So. Oh Gott, wo? Irgendwo hier drinnen, ne? Irgendwo drin. Ich weiß nicht, wo du bist. Da ist noch ein Stein, was? Okay. Gucken wir mal. Was ist mit dieser Kamerafahrt? Hätte ich davon keine kopiergeschützten Meldungen bekommen, ne? Von dieser Musik, ne? Das wäre irgendwie am offensichtlichsten. Von allen Liedern, ne? Weil jeder kennt irgendwie dieses Lied, ne? Da muss da irgendwie kopiergeschützt sein. So, was haben wir hier noch? Ja, mal bauen. Oh, Watto. Stimmt, wir haben Matto noch gar nicht. Ihr kommt zur rechten Zeit, ja? Ich brauche jemanden, der ein paar säumige Zahler überreden kann, ihre Schulden bei mir. Der wollte mir aber nicht angezeigt auf der Karte. Ist doch voll, voll bekackt hier. Den Helden spielen und die Schulden selbst bezahlen. Denkt dran, Geld der Republik ist hier wertlos. Ich will meine Wuppi-Wuppi. Und zwar mit Zinsen. Klar? Heißen die echt so? Ich habe euch markiert, wo ihr die Schuldner findet. Sie sind leider ein wenig verstreut. Manche Boah, jetzt bin ich schon wieder durch die halbe Galaxis, ne? Nur wetten. Aber ich bin sicher, ihr kriegt das hin. Wir müssen noch die ganzen neuen Planeten und so erkunden, ne? Upsi, wuppi, wuppi. Also, dafür muss ich dir schon einklatschen, also. Ja, ich nehme mal an, von ihnen kriegen wir den Stein, ne? Ja. Wo muss ich dafür hin? Coruscant, Jakku, Taco, da. Ich muss schon wieder zu den gleichen Planeten die ganze Zeit. Ja, ich nehme an, die Quests wurden alle halt freigeschaltet, ne? Weil ich halt die Dinger halt hier Planeten halt gemacht habe und freigeschaltet hat, ne? Ich wünschte, einige Leute würden sich irgendwie so per Holocron oder so mit mir unterhalten, ne? Damit ich halt nicht immer wieder zu denen zurückkehren muss, ne? Und die Planeten wechseln muss. Ja, tut auch schon so ein bisschen alles hier in die Länge ziehen, finde ich. Ja, ich kann verstehen, warum einige Leute nicht die Platin-Trophäe haben oder warum nur 2% die Platin-Trophäe haben, weil kann schon ganz schön lange dauern, habe ich so Gefühl. Ich bin ja bestimmt noch sitzen bis Part 100 oder so, ne? Weiß nicht, was sind wir jetzt gerade? 48, ich glaube 49. Müsste das jetzt sein? Also ich habe heute schon einen aufgenommen. So, irgendwo ist ja noch ein Schiff. Jetzt noch wüsste wo, ne? Wie die Tempel? Ne, im Senatsbezirk muss das, ne? Okay. Na gut, dann machen wir die Quest halt, ne? Jemand durch einige Quests tut man auch erstmal hier die Sachen freischalten, ne? So. Wo seid ihr? Hier. Wer da? Oh, ich weiß genau, was ihr wollt. Dieser lästige Watto hat euch geschickt, oder? Sagt ihm, er kann sich sein Geld abschminken. Ich mache nicht auf für niemanden. Jetzt haut ab!
ein Droide kann jeden Moment kommen und er ist echt wild. Schaut nur, wie wild er aussieht. Er macht nicht auf. Seinem Droiden würde er bestimmt aufmachen. Okay, ja, das ist mir schon klar. Wo kriege ich denn her? Ne? Ist irgendwo hier? Läuft er hier irgendwo? Oh. Ja, war sehr verdächtig, ne? Die Sekunde, nachdem ich da versucht habe reinzugehen, kommt direkt der Droide so, was? Oh. Petzi, bist du das? Moment, ich schließe nur schnell auf. Jetzt schnappen wir uns den. Komm schon rein. Ich kann auf mich aufpassen. Ich geh auf die Fresse. Puff. Oh. Oh, diese Druiden wollte ich haben. Das sind in allen Farben. Oh, guck mal. Cool. So einen Druiden möchte ich haben. Ihr wagt es, Petzi zu manipulieren? Na gut, nehmt das Geld. Ich finde einen anderen Weg, um meine Armee kleiner, bunter Killer-Druiden zu finanzieren. Okay. Darf ich dir die HK-Serie ans Herz legen? Die waren richtig gut, ne? Und mal so nebenbei. Jetzt war schon wieder hier, ey. Ich krieg die ganze Zeit hin und her von diesen Orten. Also, was ist eigentlich aus denen geworden? Ihr könnt mir nie im Leben sagen, dass die jetzt durch diese Konföderation Kampfdruiden oder so entsetzt worden sind, ne? Die HK-Druiden, die waren ja richtig gut, ne? Die haben ja jedes gekillt und so, ne? Haben die Leute irgendwann, weiß ich nicht, vergessen, die irgendwie zu bauen, oder haben die verlernt, irgendwie die zu bauen oder so? Was ist da für eine Erklärung da? Versteht ihr, was ich meine? Die waren einfach irgendwann nicht mehr da. Dann baut die doch alles. Wir sind doch hier vor in der Zukunft und so. Ist ja bestimmt möglich. So. Dann gehen wir mal gucken. Du. Ihr wollt Watos Geld eintreiben? Tut mir leid. Aber wie ich schon meiner kleinen Nichte an ihrem Geburtstag gesagt habe, wenn du das Geld willst, musst du es mir mit Gewalt abnehmen. Alles klar. Was? Oh, sie ist... Ich dachte, sie kennt jemanden. Boah, freche... Was ist denn für eine Familie, bitteschön? Irgendwie bei mir in der Familie. Okay, okay. Wenn du was zu essen willst, musst du das Essen selber killen. Okay. Mein Gott, Ärzte. So, was war's? Ah, kommen wir jetzt in diese eine Tür rein, die immer verschlossen war. Wenn du dein Taschengeld willst, musst du es dir mit Gewalt tun. Das ist ein Satz, der gerade gesagt wurde. Das ist so bescheuert. Ich liebe es. Also manchmal ist der Humor halt sehr kindlich hier, ne? Aber manchmal sind die Witze echt gut. Wie viel ist dieses Spiel ab? 12? Was? Okay, vielleicht ist es doch nicht so ein Kinderspiel, ne? Ich nehme mal nur ein Lego, ne? Deswegen. So, ah, jetzt kann man mal hier rein. Ist das aber. Oder ne, ich glaube, das ist nicht der Raum, wo wir vorhin nie rein konnten. Schollenheitreiber. Das in meinem super geheimen Tagebuch notieren, zusammen mit meinen anderen Geheimnissen. Was ist? Das ist therapeutisch. Sie denkt, sie kann das Geld von mir verstecken? Dreht jedes Sackkorn um bei ihr, wenn es sein muss. Da.
Also schaut ihr einfach nur zu, wenn wir ja alles auseinandernehmen. Liebes Tagesbuch, das Geld für den Campen hinter dem Haus versteckt war, zu verstecken war genial. So werde ich es nie zurückzahlen müssen. Ich bin so klug und so hübsch und... Alles klar. Mach du das, ich hole mir das Geld. Hinter dem Haus. Wo? Wo ist das? Wo ist das? Da kommen die auf einmal her. Ja, oder gerade eine Konsole entdeckt, aber werde ich wahrscheinlich schon haben, ne? Mit vertagt, werde ich schon dran denken oder auch nicht, werde ich wohl vergessen. Okay, so, ich glaube, da war die letzte Quest auf Mars. Esper, ne? Nimm das. Aua, 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 aua. Ist das auch alles? Ich vertraue euch und werde es nicht nachzählen. Erst wenn ihr weg seid. Schade, dass man zu solchen Methoden greifen muss, aber manchmal geht es nicht anders. Wie? Oft weiß man nicht, mit wem man es zu tun hat, bevor es zu spät ist. Ja, wie mit einem Jedi. Ich habe bewiesen, dass man euch vertrauen kann. Wenn ihr Liam Nielsen. Noch schlimmer. Upsi, wuppi, wuppi. Ja, ich dachte, du gibst mir noch einen Stein. Was ist mit dem Stein? Ich krieg noch einen Stein. Oh, du hast mir einen Stein gegeben. Alles klar. Tut mir leid, dass ich mich aufgeregt habe. So. Das haben wir alles auf Mos Espa. Ne? Wir haben alles auf Mos Espa jetzt, ne? Ja. Das sollen die zwei Sonnen sein, diese Kreise. So, was haben wir noch? Nehmen Aufträge, Tatooine. Wer, das blinkt wieder irgendwann. Was haben wir noch? Ne, die Junlandwüste. Da sind noch einige Sachen gesperrt. Passana, Passana, Nabu. Irgendwas ist auf Nabu anscheinend. Entfeht. Ja, auf Nabu sind aber nur so viele Sachen. Hier auch. Ja, da kann man sowieso nicht hin. Jako. Auf. Ist auch noch so viel. Gehen wir nach Dicker, ne? Weltraum Crater waren wir noch gar nicht. Okay, ich bin noch gar nicht im Wald. Gehen wir nach Dicker. Dicker, dann müssen wir sowieso noch ein paar Steinchen finden. Komme ich auch irgendwie nicht dazu. Ich bin die ganze Zeit hier Quests am machen, wie wir die abgeschlossen haben, ne? Und Charaktere und so. Gut. Mal bei der Art finden, ne? Basis des Widerstands. Mein Gott, sind da viele Leute, sehe ich gerade. Wir Piloten und so. Okay. So. Keine Ahnung, wo die Quests sind. Ich habe bestimmt schon einige irgendwo gesehen. Lass mal da reingehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da sind welche, ne? Irgendwo. Hier soll irgendwo eine Quest sein. Aber nicht hier. Cool. So viel dazu. Raus hier.
Eine Quest kriegen wir doch bestimmt noch hier so reingeparkt, ne? So, hier ist irgendwo ein Stein. Aber wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Hat irgendwie so ein Räumchen, sehe ich gerade. Hier ist irgendwie eine Treppe, aber irgendwie wird mir da nichts angezeigt. Kann ich dann aufmachen? Irgendwie nicht. Na gut. Ich nehme an, wir kommen ja auch irgendwann in Episode 8 und 9 müssen wir, glaube ich, auch noch ein paar Mal hier hinkommen, ne? Wo sind hier die Quest? Da drin, ausgezeichnet. Wow. War ich hier schon? Das sieht so neu aus. Hier so im Untergrund war ich hier schon. Da war ich sicher noch nicht drin, ne? Pass auf. Ho. Oh, da bin ich hier. Dicker Lagerraum, der dicke Lagerraum. Da und da. Okay, das war easy. Begrenzte Macht. What? Okay. No, wieder na. Boah, eigentlich gar nicht mehr den Bonus, ne? Habe ich so Gefühl. Ich habe so viel Overkill an Stein mittlerweile. Es ist krass. Es ist krass. Aber hier. Wie komme ich da rein? Keine Ahnung. Welt vertagt. Was ist denn die Quest? Ich habe doch gerade eine Quest irgendwo gesehen. So, hier ist eine Quest. Nehmen wir die. Hey. Oh, ein pinker Droide. Wir haben einen Notruf von Takodana erhalten. Schon wieder dahin. Das Team, das wir entsandt haben, um die erste Ordnung auszukundschaften, wurde in eine Falle gelockt und braucht dringend Hilfe. Keine Sorge, ihr müsst ihr nicht allein befreien. Ich führe diese Rettungsmission an. Aber ohne Verstärkung in die Schlacht zu ziehen, wäre äußerst waghalsig. Ich helfe mir, klar. Wirklich? Dann will nichts wie los. Ich warte auf eurem Schiff. Sobald ihr bereit seid, fliegen wir nach Takodana und retten unsere Kameraden. Oh, ich weiß schon wieder, was das hier sein wird. Takodana. Boah, dann muss ich da, kommt gleich schon wieder das hier mit den drei Wellen, das ich hier machen muss, ey. Boah. So, irgendwas da. Oh, ich glaube, da habe ich offscreen gesehen, aber habe ich noch nicht gemacht. Ja, genau, warte mal, ich weiß schon so ein bisschen die Lösung hierfür. Also ein Ding. Ich habe versucht, jemanden dahin zu stellen, aber die gehen immer davon runter, deswegen machen wir es so. So. Weil wenn ich das nicht machen würde, dann... Hier sind diese Dinger und dann gehen diese Dinger zu. Deswegen muss ich das Ding da platzieren. Was? Das ist das vierte Ding. Was? Wo? Boah, wo ist denn das? Da oben? Boah. Hey, finde immer hier eine Sache fehlt mir, weil ich finde immer drei, aber dann die vierte nicht. Zack und zack, und dann habe ich noch eine ganze Menge andere Steine gesehen. Da, den muss ich doch gar nicht einsammeln, ne? Der kommt zu mir hingeflogen, ne? Pass auf, vorher wetten. Ne? Okay. Sonst kommen die auch mal zum hingeflogen. Pff. Rennen, Rebell, rennen. So, weißt du was? So, nochmal. Oh mein Gott. Ja. So, komm mal hier hin. Komm mal zu. Hoch mit der Kiste. So, cool. Aber ein bisschen ercheatet. Ich glaube, wir tun ja nur noch Dinger hier einsammeln. Steinchen. So, irgendwo hatte ich doch gerade noch einen gesehen.
Ah, hier sind noch so viele Kreise. Ich muss erst mal loswerden, ne? Wegen der Überblick und so. Wie viel Prozent haben wir? 68, ja, oh, fast 69 Prozent. Oh, nice. Nice. So. Geh mal aus dem Weg. Was ist das? Richtige Lieferung. Was sind das immer für Geräusche, die ich höre? Ich höre immer so Monstergeräusche irgendwie. In letzter Zeit haben wir verdächtig wenig aus der Krankenstation gehört. Normalerweise hält uns FX7 immer auf dem Laufenden. Willst du mal nachsehen? Oh, FX7. Nicht, dass er noch anfängt, Patienten zu klonen. Ich habe erst FX7 gehört. Hast du von FX7 gehört? Ich mache ein winziges Loch da drin. Oh, guck mal hier. Neues Gebiet. Oh, hey. Ihr gehörtet einst mir. Das Gesicht. Ah, freu dich. Wir machten da schon wieder ein Lagerfeuer. Dann komme ich da hin. Komm ich denn da hin? Boah. Oh, guck mal hier. Ist ja gar nicht auf der Karte verzeichnet, Mann. Mein Gott. Irgendwas hier bauen, ne? Die gehen immer drauf, die Droiden, ne? Hat ein Wasserwerfer. Ich war die Flammen getroffen, einfach darüber geschossen. Yay. Forschung und Natur. War ein anderes Ding gewesen. Also hier. Meine Hörner ein bisschen abtrocknen, ein bisschen föhnen. Ja, du bist noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Was davon weiter auf meine Karte angezeigt zu werden. Ich sage, ich bin ja über bei Gebieten, wo ich noch gar nicht war vorher. Oh, rennen, komm her. Mach mal doch locker. So, okay, Kamera, ein bisschen komisch. Gott, warum ist die Kamera so schräg? Ist gar nicht vorne. Nein. Ja. Also weg. Da bin ich auch ein Gewinn. Ich gucke gerade gar nicht auf die Zeit. Ups, sorry. Ich war nicht sorry. Ja. Kein Problem. So. Dann lasse ich das einfach da liegen. So, gut, ich wollte sowieso ja wieder zurück. Warte mal da. Einfach so da versteckt. Nope. Wow, voll versteckt. In die Röhre schauen. So, noch 4 Stück. Komm. Ein paar kriegen wir noch. Da muss auch noch ein Rennen, aber das habe ich schon, ne? Wo ich durch den Hindernisparcours, ja. Laufen musste. So, warte mal hier noch. Nein, nichts wurde kaputt gemacht. Ah, her damit.
So, oh, ich weiß nicht, ob ich das schon hab. Lagerwiderstandsbasis, DK, sehr gut. Wusste nicht, dass ich das schon hatte, aber okay. Meiner. Passwort wiederherstellen. So, und da ist die Quest. Gehen wir noch mit dir. Noch ein Druide. Ich habe keine Zeit. Ich stecke bis zum nicht vorhandenen Hals in der Reparaturarbeiten. Und wenn ich nicht fertig werde, wird irgendwas passieren. Bin ich Hellseher? Und ausgerechnet heute macht mein Assistent blau. Könnt ihr diesen Faultpilz für mich auftreiben und ihm Feierabendtermin machen? Damit tut ihr mir einen riesen Gefallen. Danke. Gebt ihm einfach diesen Datenprotokoll hier. Ich zeige euch, wie er aussieht. Nicht ohne meine Flachzange. Wie hast du mich genannt? Das ist er. Ihr erkennt ihr bestimmt sofort an seinen lustlosen und widerwilligen Ausstrahlung und am Werkzeug. Er macht immer irgendwelche Blödsinn damit. Okay, den werde ich wahrscheinlich offscreen suchen und dann, wenn ich den gefunden habe, bonk, dann sehen wir uns. Aber ja, 69, nice, nice, gut. Haben wir wieder einiges erreicht. Ich muss mal meine Fähigkeitenpunkte hier verballern. Ist auch schon lange nichts mehr ausgegeben worden. Was will ich denn hier noch? Ich weiß es nicht. Kopfgeldjäger, Streuschuss, voll zwei Bolzen auf einmal. Nimm das. Klingt gleich gesagt ziemlich geil. Voll drei Bolzen auf einmal, feuert vier Bolzen auf einmal. Ganz feine durch Wände und andere Oberflächen aufspüren. Also was? Ja. Wow, Dreck. Klingt ehrlich gesagt ziemlich geil. Ja, warum nicht? Der Druide nervt ehrlich gesagt immer. Ich werfe mal Granaten gegen den aus Versehen. Oh, was? Das ist doch voll geil. Was ist das hier? Boah. Oh mein Gott. Warte. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen krass. Mal gucken. Cool, alles klar. Dann... ja, mache ich. Ich werde den Typen wahrscheinlich auf Screen suchen und ich dann reinschalten, wenn ich den gefunden habe. Ne? Und dann machen wir weiter in im nächsten Part mit einigen Missionen. Ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.